ich ihn scheinbar nicht. Auf der Terrasse? Ja, sag mal. Muss ich den Code ja finden. Ist das hier etwa der? Das war nichts. Nee. Okay. Ich schaue mal, was hatte ich denn noch in meinen unten? Nee, das waren nur die beiden. Warte mal, den anderen, den habe ich ja schon benutzt. 4, 4. Ach, Mann, wieso geht denn das schon wieder nicht? Das war nichts. Wo kriege ich den Code her? Das ist ein Hammer. Das ist ein Tisch. Scheiße. Irgendwo muss ja ein Code sein. Irgendwo muss ich einen Code verstecken. Hier auf der Couch ist er nicht. Verflucht, die muss irgendwo kurz sein. Wie komme ich an den Code? Das kann doch nicht wahr sein. Wie könnte der scheiß Code lauten? Bin ich blind? Bin ich blind, sag mal? Ich bin bestimmt blind. Wo kann der sein? Wo kann der sein? Komm schon. Offenbare dich. Offenbare dich. Code, der du bist. Vier Schönheiten. Keine Ahnung, vier mal die vier vielleicht. Das war nichts. Vermutlich, wer weiß, was da drin ist. Hat er da irgendein Schwert gefunden? Drohne, was habe ich noch gefunden? Radioaufnahme? Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Objekt ES-23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle! Lasst mich los! Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein! Tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein! Bitte nicht! Okay.
Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Ein Meteor wird bald hier einschlagen. Wir erhalten Nachrichten, dass in vielen Städten bereits Panik ausgebrochen ist. Bürger verlassen fluchtartig ihren Wohnort. Die Straßen sind völlig dicht. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Tja, was könnte der Code hier sein? Das war nichts. Okay, jetzt wird's lustig. Das war nichts. Das war der... Nee, es war anders, ne? Dieser eine, oh, den hatte ich ja schon. Das war nichts. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, scheiß drauf. Wir bewegen uns weiter in diese Richtung. Und einmal darüber. Gleich ein Code. Wollte ich jetzt aber mal bezweifeln. Da ist ein cooles Vieh, das muss ich noch platt machen. Rectorus Rot. Eine schöne Truhe. Zu einfach. Tja, besser zu einfach als zu schwer, würde ich sagen. Eisgigant. Ja, gut erwischt. Oh ja. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Wie könnte ich denn? Würde ich ja nie machen. Hat der mal stehen, der Penner, oder was? Sonst kann ich hier nicht treffen. Wer hockt denn da? Da hockt einer. Okay, okay. Muss hier noch irgendwas machen? Hier ist keiner. Mal kurz hier das Ding. Bin schon da.
Sehr gut, dann schauen wir mal kurz hier hoch. Hier unten. Hier gibt es auch was. Dietrich. Und hier. Nicht. Nicht die nicht, aber da. Hier alles schon geile Gegend. Drin. So, holen uns den letzten Konverter. Yeah, baby. Achso, und vorher vielleicht noch eben hier die Typen ausschalten. Nicht, oder was? Bin ich doof? Also. Vielleicht war ja einfach nur zu weit weg. Was wir jetzt haben, müssen wir später nicht machen. Gebiet hier noch. Sonst nix. Doch, oh, guck mal hier. Blast of Disaster. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier. In die gute Stube. Auf der anderen Seite waren da noch welche. Sehe ich jetzt gerade keinen. Guten Tag. Hier noch jemand? Jemand ohne Fahrschein? Eine Truhe. Ich bin nicht gut. Warum das denn schon wieder nicht? Streng dich doch einfach mal ein bisschen an. So, was haben wir denn hier? Schutz, das ist echt krass. Amulett. Das kann ich nicht mehr tragen. Ja. Das war aber jetzt einfach, ne? Zu einfach. So, starker Elix-Trank. Sehr schön. Wir nehmen unser Amulett. Haben wir hier Multitalent, ne? Habe ich hier nicht noch irgendwas, mit Stärke 10 vielleicht. Boah, nö, nicht wirklich, ne? Na gut. Geh mal hoch. Hier ist keiner. Das ist auch merkwürdig. Still hier. Okay, die rechnen halt nicht, dass hier noch jemand hinkommt. Bin ich fast. Was ist so? Ah, die gehen da. Ein Überraschungseffekt. Die gehen scheinbar nicht davon aus, dass hier jemand noch hinkommt, aber ich meine, die wissen ja jetzt Bescheid, ne? Dass wir da so. Ja, auch nicht bescheuert. Oder doch? Ist echt kein Schwein? Irgendwas ist da oben. So, dann wird es zum Ausschalten. Hier ist überhaupt keiner mehr.
macht mich ein bisschen stutzig. Doch, da ist noch einer, meine Güte. War das ein Gefühl? Was war das gerade? E300 schlag mich tot? E4300? Was? E4300? Okay. Ist mir das nun nicht aufgefallen, dass die gibt, oder sehe ich den hier zum ersten Mal? Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Bin ich sicher. So, jetzt gehen wir mal hier. So, jetzt aber bitte. 0666. Geht doch. Hier haben wir also den Code für gehabt. Vorfallbericht. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Immer die Fackel, Mensch. Eine Schatulle. Und ein verschlossener Tresor. Den wir zecken, oder ist der auch hier so? Was? Sehr lächerlich. Plasmagewehr. Gut. So. Mal gucken. Plasmagewehr. Was haben wir denn da für eins? Ein einfaches Plasmagewehr. Ja. Ansonsten. Zwei Lernpunkte, meine Herren. Und dann habe ich auch noch Dingens bekommen hier, ne? Nochmal Elex-Tränke, starke. Das heißt, wir haben vier Lernpunkte. Eieieiei. Ja, einiges mit anstellen. Wenn ich jetzt noch mal kurz gucken wollte. Was muss uns noch hier weiterbringen? RHS-95 ist geflohen. Das ist jetzt aber auch nichts. Was uns irgendwie... Was habe ich hier? So, mächtiger Mana-Trank. Nix, was uns hier irgendwie weiterbringt. Eine Keycard? Gleitersteuerdüse. So. Wieso habe ich die Sachen hier noch drinne? Ich dachte, ich hätte die schon alle abgegeben. Was? Keine Ahnung. Was soll das? Okay, wir gehen weiter hoch. Unbewacht? Ich fasse es ja nicht. Ich nehme hier Körperschild. Das ist wirklich alles unbewacht. Aber ich brauche immer noch eine Information, damit wir weiterkommen. Viele Klamotten zum Verkaufen hier.
hier auch noch zwei. Dann werde ich abschalten. Jetzt sind sie alle aus. Da draußen steht einer. So, die kommen sich jetzt bestimmt bald bedanken. Kann ich mir gut vorstellen. Na, oder etwa nicht? Machen wir uns mal auf den Weg hier. Sucht jemand Ärger? Und bekommt die. So, hier gibt's echt nicht viel Algorithmen. Schlechter Zeitpunkt. Ja. So, jetzt würde ich gerne unten den Tresor aufmachen. Hallo? Schlechter. Ach komm schon. Wer ist denn hier noch? Ich lade mal, dann müssten wir eigentlich nicht angegriffen werden, oder? Genau nach meinem so. Geschmack. Ich sehe nix. Ich kann das ja, das kann ich ja leiden, ne? Sekunde. Komm schon. Heck, heck. 7, 8, 6, 6, 4, 2. Geht doch. Noch ein starker Elix-Trank. Ja, jetzt aber. Jetzt wird's lustig. Hier noch ein paar Dinger, die man schnappen können. Patronenkontrollen. Und da ist der Eispalast. Schon in Sichtweite, Freunde. Ihr seid so gut wie tot, ihr wisst es nur nicht. Zu meinen Füßen. Oh, was meine hier alles? Sehr schön. Elex. Schau, noch mehr starker Elex-Trank. Na klar. Eieieiei. So. Dann gucke ich jetzt natürlich hier auch noch auf die anderen Dinger. Da wird ja dann, denke ich mal, auch noch was drum liegen. Hier sind Typen, die hier rumstehen. Wie interessant. So, jetzt haben wir die ganzen Konverter ausgeschaltet. Jetzt könnten wir auch nochmal zu Thorald gehen. Der müsste uns ja auch noch was zu sagen haben. Cool, cool, cool. So, und hier ist keiner, na gut. Sehr schön, so. Dann haben wir jetzt hier auch alle... Oh, guck mal, Eispalast. Dann gucken wir hier. Wir brauchen immer noch einen Hinweis. Vielleicht kriegen wir den von Thorald. So.
Torwächter, ich kann es nicht annehmen. Und dann bewege ich mich mal zu Tor halt. Und was sollte das hier mal sein? Egal. Macht ja nichts. Kommst du mit oder bleibst du da? So, mein Freund. Du hattest recht. Zadom steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Zadom nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Gut, was kannst du noch vorweisen? Ja, also, der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Ja, dann müssen wir da reinkommen. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. In Ordnung. Und weiter? Ja, und weiter, und weiter? Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Oh. Glück für dich, dass du es trotzdem überlebt hast. Oh. Schon wieder kurz vor der Exekution. Alles klar. Der Entkriecher da unten. Also. Der auch eine Schlüsselrolle spielen wird. Vielleicht ist das der Torwächter, der uns reinlässt. Da stehen wir mit unserem Bruder. Dem Verräter. Wie ich sehe, hast du es geschafft. Du bist jetzt Elexitor. Ja, endlich. Es ist faszinierend. Ich kann jetzt sehen. Es ist wirklich der einzige Weg, um wahre Effektivität zu erreichen. Jetzt, da ich die Robe trage, ist es für mich noch unverständlicher, dass du dieses Angebot des Meisters ausschlagen konntest. Der Preis ist mir einfach zu hoch. Mein freier Wille gehört mir und keiner Maschine oder einem Kollektiv. Aber du hast doch keine Ahnung, was dir entgeht. Man hätte dich dazu zwingen müssen. Wir sind immer noch Individuen. Und so sollte es auch bleiben. Und wenn das Kollektiv der direkte Weg in die nächste Stufe der Evolution ist... Ist er das? Dass du es nicht weißt, obwohl du jetzt ein Teil des Kollektivs bist, sagt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie kann ein Alp so etwas sagen? Naja, ein richtiger Alp bist du ja ohnehin nie gewesen. Ach ja? Willst du mir damit sagen, ich hätte all die Jahre meine Zeit verschwendet, indem ich unserem Volk und der Direktive gedient habe? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich sagte. Ah, yeah. Wir haben noch einige Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz zu treffen. Also lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Ja, aber es wäre besser für unsere Zusammenarbeit, wenn du dich ab jetzt aus meinen Familienangelegenheiten raushältst. Wie du meinst. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Ja, hab ich doch. Statusbericht zu den Konvertern. Es gibt keine aktiven Konverter mehr. Ich habe sie alle deaktiviert. Beeindruckend, wozu du fähig bist. Ich hoffe, dass du dich am Ende auch für die richtige Seite entscheidest und wir uns nicht wieder als Feinde gegenüberstehen werden. Du bist ein wahrer Kriegsherr. Deine Taten werden den Menschen unvergesslich bleiben. Ab heute haben wir eine reelle Chance, den Krieg zu gewinnen. Unser vernichtender Sieg über den Hybriden wird glorreich sein. Langsam, Thorald. Wer spricht hier von Vernichtung? Der Hybrid wird sich beugen. Oder seine Tage sind gezählt. So weit sind wir noch nicht. Ich will jetzt erst einmal wissen, was du über den Eispalast weißt. Gut. Gib mir noch einen Moment Zeit. Was?
Ich muss erst über ein paar Dinge nachdenken. Dann stelle deine Fragen. Ich werde sehen, ob ich sie beantworten kann. Hau rein. Je näher ich meinem Ziel komme, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Jetzt? Was habe ich getan? Ich führe einen offenen Krieg gegen meine eigenen Leute. Mehr noch, ich verbünde mich mit dem Erzfeind, den ich einst bekämpfen sollte. Jetzt kriegt er Zweifel? Wie konnte ich so tief fallen? Der Kampf gegen mein innerstes Selbst bringt mich fast um den Verstand. Wer steckt hinter diesem Komplott gegen mich? Gegen mich, dem einst stärksten und effektivsten Kriegsherrn des Hybriden. Wer am Hofe des Eispalastes hat so großen Einfluss und ist so vermessen, sich gegen den Willen des Hybriden zu stellen? Kallax, die Separatisten, Zadom, vielleicht der erste Elexitor Tarek. Waren es am Ende sogar alle Elexitoren? Weil ich ihnen zu mächtig wurde, niemals einer von ihnen sein wollte. Ich will die Wahrheit. Passus Fiel. Ich will endlich antworten. Das Geheimnis des Hybriden. Ist das das Schlusskapitel? Wir werden sehen. Was ist das jetzt hier so melodramatisch, sag mal?